Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und es wird mal Zeit wieder für ein angezockt Animal Hospital. Man muss ja nicht immer die Kracher machen. Aber wir müssen erstmal Musik. Und sagt der Ausschlag? Der Ausschlag sagt gut. Deutsch. Neues Spiel. Kinderspiele müssen ja auch mal gezeigt werden. Und ich spiele die mit den Kids eigentlich ganz gerne. Die Große ist jetzt aus dem Alter raus. Die Kleine kommt rein. Abschluss. Unser Schlüssel. I thought I saw a shadow in here. How did you get in? The key to the clinic. Someone sent it to you? I'm Dr. Hope. I worked in the clinic a few years ago. You look like you're new to this. Let me show you how things work around here. Behandeln. Oh, eine Zecke. Also, erstmal kennen. So, behandeln mit. Und die Katze freut sich. Erster Patient. Wir wollen uns aber erstmal umgucken. Hier haben wir noch einen Hund. Das ist der nächste. Hier. Impfstoff. Ah, okay. Antibiotika. Gut, wir müssen Geld erwirtschaften. Natürlich das auch alles zu kaufen. Dieser Raum ist freischaltbar ab Stufe 15. Okay. Hier haben wir einzelne Räume, die freischaltbar sind. Das ist für Hunde, das ist. Hier kommen dann unsere Meilensteine. Labor haben wir auch noch nicht. Da muss man aber viel investieren. Die ganze Zeug kaufen ist doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Ach, hier drüben haben wir auch noch mal was. Behandlungszimmer für die Patienten, die länger da sein müssen. Was haben wir denn hier noch? Gucken wir uns mal das Grundstück an.
Ach ja, wollte schon gerade sagen, ein Eingang existiert nicht, oder was? Schmetterling. Kann man nicht machen. Ob wir dann später hier draußen auch was machen können, glaube ich aber nicht. So, dann kommen wir von hier wieder rein. Hier gucken, ob hier noch was ist. Auch ein Schmetterling. Okay. Flöhe. Der will jetzt schon springen. Handeln. Tolle Ärzte oder was? Kommen alle natürlich ohne Besitzer. Oh, der hat hier hinten eine Wunde. Also man muss nicht exakt auf die Wunde, wenn der sagt hoch, runter, einfach nur hoch, runter, hoch, runter. Also ist für Kinder super. Die müssen halt nicht direkt da drauf, einfach nur, die sehen, was der Kreis macht und dann einfach hoch, runter mit einem Analogstick. Man muss nicht direkt drauf. You're a natural. Hello, Dr. Hope. I knew I'd find you here. Hello, Henry. This... Oh, hello. I'm Henry. I used to be the caretaker of this clinic. Oh, see the look on his face? It's so full of... You're right. Then it's settled. I am still the caretaker of this clinic. Yes. This place sure is running... Doctor, you have the talent to bring this clinic back to its former glory. Okay, so young. That's intense. Die wir gemacht haben und alles sehr gut. Und der nächste Tag. Und gab auch ordentlich Trophäen. Oh. Wir brauchen Medikamente. Die grünen. Gegen Pollenallergie. Der Hund kommt auch nochmal mit dem Salbe. Doctor, can I? Dr. Hope told me, the old lady that ran the clinic before was your grandmother. I'm so glad the clinic is in your hands now. Your grandmother must be really proud of you. Something that made the... You're right, Henry. Na komm, ich will den Waschbär machen. Ich bin gespannt, ab wann wir denn das erste Mal kaufen müssen. So, seht ihr? Und dann einfach mit einem Analogstick dahin zum Waschbären. Muss nicht mal direkt auf der Wunde sein, also. Und hier seht ihr das. Und dann brauchen wir einfach nur. Also auch super von Kindern zu bedienen.
Ist denn hier das Geld? Pflanze oder ein Tisch. So. Mit Halloween, den gefällt mir, den wollte ich deswegen haben. Ach komm, stellen wir hier ohne was hin. So viel habe ich nicht mehr. Hier ist ja noch nichts, hier brauchen wir noch nichts machen. Hier ist auch noch nicht großartig, da auch nicht, obwohl hier. Oh, Scheiße, jetzt zeigt nicht genug. Richtung Katze. X. Links, rechts, links, rechts. Fertig. Oh, Heiler gekriegt. Es ist auch schön mit den Trophäen, damit die nicht so schwer hier sind. Ist jetzt für Trophäensammler vielleicht ganz gut, aber es ist so für Kinder sehr gut, dass sie so ein Erfolgserlebnis hoch haben. Weil die kriegen das ja mit, wenn Papa spielt und Trophäen kriegt, und dann wollen die sowas natürlich auch. Okay, also nicht auf den Körper, sondern auf den Mund. Bis jetzt scheine ich alles da zu haben und brauche kein Arzneimittel kaufen. Da brauchen wir wieder Salbe. Machen macht er selber. Man muss dann nur links und rechts hoch runter bewegen oder links rechts. Waschbär, wer hält sich denn in Waschbären als Haustier?
10. Oha. Ich hab zu viel ausgegeben. Jetzt gebe ich mal lieber nichts aus. Sollten es nur 4 Patienten sein? Man muss nicht so lange machen. Also wenn Kinder jetzt spielen, hoch, runter, links, rechts, egal welche Richtung sie machen, irgendwie wenn, wir treffen sie schon mit Richter und dann geht das relativ zügig voran. Man muss nicht 20 Minuten hoch, runter und das genau treffen. Auf den Hund zeigen. Rausziehen tut er alleine, man muss einfach nur die Richtung. Ich bin gerade mal noch Stufe 1. Wenn ich die Räume erst ab Stufe 25, 15 ausbauen kann, oh Alter, muss man aber lange spielen. Pflaster. Ja. Kindgerecht. Man macht nur Pflaster drauf, wenn man eine Spritze gekriegt hat. Obwohl Pflaster bei Fell nicht hält. Aber süß gemacht. Meine Tochter ist ja auch so total pflasterbegeistert. Also überall ist jetzt schon besser geworden, dass er bei sich überall Pflaster. Aber auch die Kuscheltiere und Tiger und wer alles muss verarztet werden. Ja, das ist. Oder wenn sie denn spielt und sagt, hier, was weiß ich, der Plüschhund ist krank und da muss man verbinden oder ein Pflaster drauf machen. Mit Profit. Mehr Platz, richte ein zusätzliches Patientenzimmer ein, um mehr Tiere aufnehmen zu können. Ein zusätzliches Patientenzimmer. Das ist Labor. Ein zusätzliches Patientenzimmer. Ach, machen wir hier mal schnell. Ach, wieder Flöhe. Wer weiß, wie teuer das ist. So. Dieser Raum ist ab Stufe 15. Ab Stufe 11.
erstmal, wenn sie mit Salbe oder sowas ist, möchte ich mal einfach die andere Richtung machen. Also nicht hoch runter, sondern links rechts. Mal gucken, ob das auch was bringt. So. Also ich mache jetzt links rechts, es bringt trotzdem was. Also es steht zwar da hoch runter, aber ich habe jetzt links rechts jemand. Passiert trotzdem was. Das ist gut. Dieser Raum ist freischaltbar ab Stufe 3. Oh, da draußen. Dieser Raum ist freischaltbar ab Stufe 8. Also habe ich. Da muss mal gucken. Scheinen hier doch auch Münzen versteckt zu sein auf dem Grundstück. Ah, und Kisten. Stufe 6, Stufe 12, Stufe 18. Ah, ich habe nur zweimal Salbe. Und jetzt seht ihr, ich mache links, rechts. Also es kommt kein Frostbeck jetzt auf, das ist sehr schön. Patient Odin Waschbär.
I've called the workers. Tomorrow morning we should have a patient room. Oh, I'm very curious to see what tomorrow will... Finn? Ja doch, der heißt wirklich Odin, der Waschbär. Ich muss mal das auch nochmal fotografieren. Good morning, Doctor. We have a special guest. A forester found a wolf in the forest, but it doesn't look well. Okay. I'll show you how to look after the patients in the patient rooms. Passiert ja gar nichts. So, eine Spritze nur noch. Thank you.
So. Vielleicht finden wir ja auch noch eine Kiste wieder mit irgendwas. Wahrscheinlich nicht so. Schade. Ich habe gedacht, wir finden auch noch eine Kiste oder so. Jetzt war ich ein bisschen in den Gedanken versunken. Ich überlege gerade, wenn ich. Ich habe gerade überlegt, ich habe den Großen gekriegt. Und dann bin ich ja Stufe 2 geworden. Und ich mache ja einen Patienten nach dem anderen. Was jetzt noch passieren muss, dass ich Stufe 3 werde, ich mache ja schon die ganze Zeit. Zwei Wölfe. Wow, Doctor, you took great care of that poor animal. Now the wolf can go back to its pack. Oh, there's something else I wanted to ask you. Back when the old lady ran the clinic, I sometimes found sparkles in the patient rooms. Do you know if she liked sparkly makeup? I hope I'm not disturbing you two, but I just got a call. Do you remember the wolf that spent the night at the clinic? The forester must have been very pleased with your work. He told all his colleagues that the clinic has been rebuilt. Another forester has asked if you know anything about foxes. Okay.
Also ich kann auch direkt beim Verarzten Medikamente ordern. Ich muss nicht ins Lager gehen und alles händisch. Bisschen ängstlich guckt da. Aber wisst ihr an mich, also was mich der erinnert, wenn man den, warte mal, ich mach mal so, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Vielleicht kommt er drauf, Eltern werden bestimmt drauf kommen. Die Geschwister hoch, wenn sie kleine Kinder, Geschwister haben. Die komischen Kuscheltiere mit diesen riesen Glubschaugen. Da hat meine Tochter auch welche. Spinnen. Nee, Quatsch. Oh Gott, gab es das bei Penny auch? Mann, was hat sie sich da geholt? Seepferdchen? Jetzt will sie noch eine Wasserschildkröte. Und dann hat sie auch noch Hunde, Katzen. Aber ich meine jetzt nicht die normalen Kuscheltiere mit den normalen Augen oder wo sie schon ein bisschen größer sind. Da gibt es auch richtig welche mit richtig, ja, mit so richtig fetten Augen, wo dann Glitzer noch drin ist. Wisst ihr, wie ich meine? An das erinnert mich das. Ich habe die ganze Zeit überlegt. You should get to grips with the daily routine solltest at the clinic. Solltest dich mit dem Tagesablauf in der Klinik vertraut machen? Back in the day, the clinic had a laboratory. Maybe we can save some money to rebuild it. Okay. Labor. Haben wir ein Labor. Oh, wir sind ja fast pleite, ey. Ist das ein Polarfuchs? Ja, trotz. Auf Erkältung. Schneefuchs, ja, Polarfuchs, Schneefuchs. Ja, man hat meine Tochter nämlich auch welche. Von Schleich. Und am Anfang konnte sie Polarfuchs nicht richtig sagen, hat sie mal Polarfuchs gesagt.
Great! We raised enough money just in time. We have a patient registered for tomorrow who should be Oh, and while the contractors are building the laboratory, I cleaned some other old rooms and found something very interesting. Don't keep us in suspense. I found a small red flower on the windowsill. And although no one has been here to water it for years, it is still blooming in all its glory. You might want to check the roof for holes, Henry. Ah, sogar Salve oder so ploppt auf. Der Gleichbleibende macht mich auch gerade ein bisschen müde, muss ich sagen. Das war ja mir nicht mehr so ruhig hier. Schon. Oh, 250 minus, dadurch, dass wir das Ding gebaut haben. Ah, nee, jetzt müssen wir noch machen: Bluttest und Allergietest. Wir haben doch jetzt das Labor. Long, but you are already building a... hey, I... Ja, komm, mach. Ah.
So, jetzt ziehen wir Blut ab. Ja, und natürlich Pflaster drauf. Alles auch selbsterklärend. Okay, noch zwei und dann kriegen wir Affen. Da müssen wir bestimmt auch noch mal einen Raum ausbauen. Ich muss gleich los die Kleine holen. Stufe 5. Wow, you take such good care of the animals. But it must be quite exhausting to do all that. How about I help out? Was hätten wir davon, wenn ich mithelfe? We could use some help. Then it's settled. You have a new team member. Teammitglied. Okay. Teammitglied haben wir jetzt dazu gekriegt. So, und ein Pflasterschirm drauf. Da machen wir noch zu Ende, würde ich sagen. Wir wissen, was dann als nächstes passiert. Aber wir sind ja jetzt 5. So, den Pullerfuchs. Ich bin immer so 3 auf Lager sind. Ich muss ja das Lager nicht vollballern, bis zum geht nicht mehr. So, Heiler 2. Kein Minus gemacht, Plus gemacht. Tägliche Arbeit 2.
So. Is the rumor true that you received the key to the clinic anonymously? I wonder who sent it to you. Let's redecorate the clinic a bit and see if we can find any clues. Dekorationsartikel. Sechs war da oben irgendwas. That's the same squiggly writing as on the end. The letter must have been sent by someone who has been to the clinic before. Fünfzehn? Nee, irgendwas war ab sechs. Ich weiß aber nicht mehr was. Elf? Ich hab nicht genocht, das war der Raum. Anders ab 12, genau. Das ist entspannt. Nicht großartig anstrengend. Die Musik ist entspannt. Muss ich erstmal jede Menge Patienten behandeln, dass ich die 200 zusammenkriege für da oben. Aber. Speichern und beenden. Koalas Corona. Ja. Sehr interessantes Spiel. Sehr, sehr interessantes Spiel. Süß gemacht. Für Kinder super geeignet. Wie gesagt, da steht zwar Zickzack machen, aber es geht auch, wenn man links, rechts macht. Man muss halt dann nur halt den Kopf mal treffen, mal den. Also aber wirklich alles kindgerecht und die Steuerung ist auch nicht zu schnell. Also man kann langsam wirklich, wenn man auch nur so ein Stückchen drückt, geht es dann langsam dahin. Finde ich sehr gut, finde ich sehr schön. Also für Kinder auf jeden Fall geeignet. Josie hatte ja damals auf dem DS und auf dem 3DS irgend sowas mit Hunden und so. Da war sie auch total von begeistert, die musste man füttern und so. Und ich hatte auch, glaube ich, irgendwie sowas, irgendwie so ein Arztspiel. Mit allen möglichen Tieren. Das fandst du auch ganz gut. Kinder stehen oft auf Tiere und so. Und ja, hier wird denen auch noch was vermittelt. Wie also, spielerisch vermittelt. Also Pflaster hält auf Fell nicht. Eine Spritze ist niemals so unkompliziert bei einem Tier wie hier. Ich war mit meinen Tieren schon öfters beim Tierarzt. Auch Blut abnehmen nicht. Und alles drum dran ist verniedlicht, vereinfacht. Aber so, dass man die rudimentären Sachen drin hat. Und ich finde es ganz süß. Also von mir ganz klar. Super. So. Nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein, wenn es euch gefreut hat. Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Das werden wir auf jeden Fall mal im Stream auch nochmal spielen. Wir gucken mal,
wie viele Trophäen wir jetzt noch haben, bevor wir jetzt, also wie viel wir jetzt geholt haben, bevor wir jetzt noch beenden. Wir haben 22% von, ja, vom Spiel, also das sind 15 von 32 Trophäen, die wir haben. Ja, die PlayStation 5 ist echt lahm. Wir wollen auch jetzt bei Trophäen rufen und auch ins Menü gehen und so. Das ist, Sony, macht da was. Das muss wieder schneller werden. Am Anfang war es ja auch schneller. So. Werte einen Raum auf. Wie soll ich den aufwerten? Ich habe doch einen auch schon aufgewertet, habe alles dran. Behandle. Behalte. Streiche, reinige das Zimmer. Und Ventil mit Medizin. Behandle, streiche, reinige. Zimmer. Also 15 Tiere im Behandlungszimmer. Beende 10 Tage, heile 30 Tiere, schließe 12 Missionen ab, kaufe 15 Dekorationen, verdiene insgesamt 2500 Gold, schalte die ersten 10 Tiere frei, schalte alle Tiere frei. Oh, wie viele sind denn da? Schalte alle Räume frei. Ja, das kommt ja nach und nach. Beende 30 Tage. Heile 80 Tiere. Uah. Schalte 20 Missionen ab. Schließe 20 Missionen ab. Kaufe 50 Dekorationen. Uah. Wo soll ich denn die alle hinmachen? Entdecke alle Krankheiten. Erhalte alle Behandlungen frei. Was? Schalte alle Behandlungen frei. Verdiene insgesamt 10.000 Gold. Uah. Werte alle Räume auf. Okay, also einen Raum muss man aufwerten und dann auch noch alle Räume. Also ist was langwierig. Ist was langwierig, aber jetzt nicht irgendwie kein Hexenwerk, wo man dann sagt, oh, das kriegt man nicht hin oder so. Das ist schön. Wenn die Kinder auch dann belohnt für ihre Mühe. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt verabschieden. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.